Ja, hallo, ich bin Andreas Walter vom Projekt Interpicknick und wir zeigen einmal im Monat im Basement eine Folge unserer Schmusetier-Soap Humane Leben in Berlin. Das ist eine Soap, die zeigt das Gute und das Böse von Berlin. Wir zeigen Alltagsgeschichten, aber wir gehen auch politischen Schandtaten auf die Spur. Zum Beispiel zeigen wir jetzt auch in der aktuellen Folge, warum denn der Berliner Flughafen so verzögert wird. Ja, unsere Protagonisten sind Schmusetiere, die ihr mitbringt. Ihr bringt sie zum Casting mit und ihr entscheidet, welches Schmusetier dann in unserer Soap mitspielt. Jeden Monat eine neue Geschichte und ja, jeden Monat neuer Alltag für euch. Ja, eigentlich ging es darum, ein finanzierbares Theaterprojekt zu machen. Es war eine Lesebühne und ich sollte da ein Theaterprojekt beisteuern. Und wie kann man bezahlbares Theater machen, das wenig aufwendig ist und wo die Produktion schnell von der Idee bis zur Umsetzung geht. Und da haben wir die Schmusetiere gewählt, weil die als Darsteller und Mitarbeiter doch viel angenehmer sind als Schauspieler. Ja, und sie kosten nichts, sie geben keine Widerworte und auch man kann sie unglaublich schnell entlassen, wenn sie einem nicht mehr gefallen. Ralf, kannst du mal kommen? Ralf! Ja, Ralf. Hallo, Ralf. Hallo. Ja, Ralf, der ist so ein bisschen trübe Tasse, muss man eigentlich sagen, aber sehr liebenswert. Er ist eigentlich, ich glaube, er ist einer der wenigen Menschen, die wirklich zufrieden sind und gerne den ganzen Tag auf dem Sofa liegt und Fernsehen guckt. Oder? Ja. Na, die besten Ideen sind immer die geklauten Ideen und deswegen müssen alle Freunde von mir auch immer aufpassen, was sie mir erzählen, weil was der Alltag bringt, das wird verwurstet. Und ja, die Ideen kommen sowohl von meinen Freunden, auch von Leuten, die nicht meine Freunde sind oder danach nicht mehr meine Freunde sind. Sie kommen auch aus der Tagespresse oder aus der Gala, die meine Frau manchmal liest, sind auch wunderbare Fundstücke drin. Das wird alles zusammengemust. Der Alltag. Ich gucke viel Fernsehen, weil das ist... Weil die Grundlage meiner Show ist ja eigentlich der Alltag oder das Langweilige oder das eigentlich Fade, was dann doch wieder interessant ist oder was sehr hintergründig dann auch ist. Und da das Fernsehprogramm so öde ist, also es muss dann so öde sein, dass es mich schon wieder aufregt. Und deswegen gucke ich auch Fernsehen und deswegen höre ich auch Antenne Brandenburg. Ich muss gestehen, ich bin ein Freund, glaube ich, jeglichen Humors. Ich mag sogar den Fäkalhumor, wenn er gut dosiert eingesetzt wird, muss man sich nicht dafür rechtfertigen, wenn man das als lustig empfindet. Ich mag jegliche Art von Humor. Es sollten sich verschiedene Humornuancen abwechseln, damit man nicht nur die Schenkel sich blutig klopft, sondern dass man auch nochmal hintergründig schmunzelt. Das ist ganz wichtig für unsere Show. Petra, kommst du mal? Ja, ich komm gleich. Petra! Ja, was ist denn? Ja, Petra, ich wollte dich mal vorstellen. Ich war gerade auf dem Klo. Ja, Petra, du bist ja mein Liebling. Ach, sag sowas nicht. Du bist ja immer depressiv und schlecht gelaunt. Ja. Und ja,
Du hast eine Freundin, die Wiebke, die ist die sozusagen dein Gegenpart, dein fröhlicher Gegenpart. Aber du bist so herrlich depressiv, guckst auch schon so ein bisschen traurig aus der Wäsche. Ja, es ist auch kein einfaches Leben hier in Berlin für eine Frau in meinem Alter. Ja, und ich habe gehört, du hast einen Brieffreund jetzt. Ja, aber der ist in Afghanistan. Aha, und wie habt ihr Kontakt? Na, ich habe ihm jetzt auch einen Brief geschrieben und ein Gedicht geschrieben. Soll ich das mal vorlesen? Das wäre natürlich super. Hallo, ihr da draußen fern der Heimat. Mein heutiges Gedicht heißt Die weiße Frau und der Lanzer. Ich lieg in meinem Schrebergarten und denk an Männer, an Soldaten. Es quält mich das Warten. Es quält mich die Hitze. Ich zieh mein Höschen aus, weil ich so schwitze. Vom Kampf gestählt, von der Lust gequält, stehst du in der Sonne und fettest das Rohr deiner Panzerkanone. Du bist so fern und doch so nah. Ich spür deine Hand, wie es früher war, wie du meine weißen Schenkel betastest, wie du zu meiner Lustgrotte hastest. Wie du es mir gibst, so hart ich es will, ich schreie laut auf und dann lieg ich still. Oh, denkt auch an uns, ihr tapferen Soldaten, an uns weiße Frauen, die im Schrebergarten waren. Ja, ich sitze dann manchmal vor dem Computer und lache, weil es ist, man ist ja da Gott eigentlich. Und so muss sich auch Gott wahrscheinlich gefühlt haben, als er den Menschen geschaffen hat. Der wird dabei auch gelacht haben, weil sowas, wenn man was Skurriles findet, wenn man eine gute Idee hat, dann freut man sich einfach und spürt so diesen Funken von Genie, der in jedem von uns steckt. Und das bringt schon riesig viel Spaß und da darf man auch mal laut lachen. Na, wir haben ja als ganz kleine Soap angefangen. Wir waren in der Lesebühne Waltermeister, ein Nummernprogramm unter drei Nummern. Es gab eine Viertelstunde, hat mein Freund Claudius Hagemeister gelesen, dann hat ein Gast eine Viertelstunde gelesen und dann haben wir eine Viertelstunde eine Folge gezeigt. Und jetzt machen wir immer einen ganzen Abend. Und wir machen jetzt jeden Monat eine neue Folge. Das ist auch erst seit 3 Jahren so, dass wir wirklich ein abendfüllendes Programm damit hinkriegen und das so kontinuierlich und jeden Monat neu haben wir uns damals nie träumen lassen. Es fing ja auch ziemlich dubios an im Emil-Bock-Institut. Da wurde, während wir auftraten, gegenüber ein Fernseher aus dem Fenster geschmissen und es kam dann ein Mann blutend herein. Also das war eigentlich schon ein guter Geburtsstartschuss, wenn dann auch Blut fließt, dann hätten wir uns schon denken können, dass das Kind was wird, ja. Es wird viele Erlebnisse geben, die ich da nie vergessen werde. Sei es unser Auftritt auf der Kogge in Bremen, im Bremer Hafen, nicht im Bremer Hafen, sondern im Hafen von Bremen. Das war sehr schön, allein von der Lokalität. Dann sind es auch unser Auftritt bei der Fusion war auch faszinierend, weil Ulrike immer noch hinter den Flugzeughangar rennen musste, um Milch abzupumpen. Es war während der Fußball-WM und dort war Übertragungsverbot und wir durften die Fahne auch nicht zeigen, die bei unserer Show drin vorkam. Es gab viele skurrile Geschichten, wenn wir auf der MS Bleichen, einem Stückgutfrachter im Hamburger Hafen aufgetreten sind, das war auch sehr schön. Aber halt auch die vielen kleinen Läden, in denen wir schon aufgetreten sind hier, die dann nach und nach auch pleite gemacht haben. Das war schon sehr schön, gerade, dass wir immer wieder in kleinen Läden auftreten, wo Initiativen, die versuchen, was Schönes zu schaffen. Und das war immer sehr schön.
Ja, das ist die große Frage, aber das ist ja auch die große Kunst, dass man versucht, da auch ein paar weiße Flächen zu lassen, damit man sich noch besser mit denen identifizieren kann und sich denken kann, Mensch, das könnte doch bei mir um die Ecke sein oder so. Also es werden natürlich ein paar Dias gezeigt mit ein paar wichtigen Lokalitäten, die dann immer auftreten, aber eigentlich, sie könnten überall wohnen. Also es gibt da Katrin und Markus, da ist es ganz klar, die haben in Karo ein Familienhaus, aber ansonsten ist es eigentlich ziemlich offen, wo sie wohnen. Nein, ich glaube, eigentlich haben wir das immer gerne gemacht, weil da bin ich auch Ulrike sehr dankbar, dass die sind doch eigentlich oft peinliche Einlagen, peinlich sein können, denn Einlagen mitgemacht hat, mit einem großen Selbstbewusstsein. Ja, also das war eigentlich nie ein Problem. Wir haben vom Fitnessstudio aus Werbezwecken diesen Jorge engagiert. Das Next Top Model? Ja, genau. Wow. Ich glaube, da kommt er. Hola, Chica. Geht es euch gut? Ja! Wollen wir zusammen ganz, ganz hart arbeiten, damit wir heute Abend auf dem Flughafen eine wunderbare Show haben? Ja! Okay, wir fangen an mit Einzelübung. Du, wie heißt du? Ich, Maike. Okay, Maike, ich mache vor und du versuchst nachzumachen. Ne? Und los. Los, komm, Beckenbogen. Beckenbogen. Und sexy Po. Sexy Po. Und Butterfly. Butterfly. Sehr gut. Ja, und jetzt du. Wie heißt du? Ich bin die Katrin. Okay, und doch. Jetzt sexy laufen. Sexy laufen. Und nun, schüttel, was du hast. Das Skurrilste, was wir da haben, jetzt ist die Tüte mit den Erdnussflips aus dem Dong Center. Haben wir jetzt gerade noch was Skurriles da? Ja, es gibt schlimme Sachen hier. Also, ja, also ich meine, warum gibt es solche Kuscheltiere? Wir haben auch ein Darmbakterium als Kuscheltier gecastet. Und wie gesagt, die Zahnbürste war sehr gut. Die rote Blinkkugel aus Plastik, die war auch sehr interessant. Es gibt da oder diesen Hund, den man drücken konnte und dann kam seine Augenbase durch nach vorne. Also es gibt schon ganz, ganz schlimme Tiere, die produziert werden. Und ich glaube, in Hongkong oder wo das genäht wird, da wundern sie sich, was die Langnasen da ihren Kindern mit ins Bett legen. Nein, also unsere Tiere sind garantiert noch nicht gewaschen worden. Also den Ketchup habe ich mal abgemacht mit einem Scheuerlappen, aber es ist ja bei Theater, da siehst du ja auch nicht, wie schmutzig die Schauspieler sind. Das ist ja, bist ja dann doch weit genug weg. Die kommen erstmal wieder in meine Tasche, dann werden sie 2 Monate, reisen sie mit uns rum und treten auf. Und nach 2 Monaten kriegt man die entweder zurück, wenn man sein Tier wieder haben will, oder sie landen bei mir in meinem riesen Karton, der neben dem Schrank steht. Und da werden sie erstmal versenkt. Und ja, wenn das Rollenfach wieder aufgerufen wird, dann hole ich sie raus. Und sie treten erneut auf. Es sind ja schon ein paar gestorben, aber bei uns ist Sterben, heißt ja Sterben nicht unbedingt, dass sie nicht wieder auftreten können, aber es ist ja in der Soap auch so oft. Ja, aber die Hauptcharaktere würde ich eigentlich ungern sterben lassen, weil die
die sind wirklich, die haben sich so weit entwickelt, dass es, dass man sie auch schon liebt. Und sie, man, die begleiten mich schon seit 10 Jahren. Und warum sollte ich sie hassen? Also bei Schauspielern ist das ja, irgendwann will der Schauspieler mehr Geld. Das wäre ein Grund, ihn sterben zu lassen. Oder er benimmt sich am Set unerträglich. Das wäre ein Grund, ihn sterben zu lassen. Aber wie gesagt, meine Tiere tun nur das, was ich will. Und deswegen kein Grund. Wir haben natürlich auch noch Promis dabei, also treten ab und zu Prominente auf. Zum Beispiel, ja hier, wir kennen ihn alle als Ex-Gouverneur von Kalifornien und Darsteller des Terminators. Arnie, kannst du mal kommen? Ja, da bin ich. Ja, also Prominente sind dabei oder auch deutsche Prominente. Max Herre hatte bei uns jetzt einen Auftritt. Ah, ich sehe, da hinten ist er auch noch. Max, magst du mal kommen? Ja, hallo Leute. Also ich finde die Show total cool hier. Und ich habe auch extra einen Song für die geschrieben. Ne? Ich habe ja jetzt auch meine neue Platte rausgebracht, da ist der Song nicht drauf. Aber auf YouTube könnt ihr diesen Song auch hören. Soll ich ihn mal für euch singen? Ja. Es geht um Gorleben. Ne? Das ist ja immer wieder ein schlimmes Thema. Und jetzt Tschernobyl und so. Und der Andreas, das ist ein Typ, der engagiert sich auch für politische Themen und das finde ich echt gut, ja. Und es muss solche Leute geben wie ihn, damit uns nicht das passiert, was in Tschernobyl passiert ist, nicht wahr? Du bist nämlich verstrahlt, yeah, verstrahlt. Verstrahlt, du bist verstrahlt. Du hast deine Narben im Gesicht bemalt. Für deinen Strom hast du teuer bezahlt. Wenn wir unseren Dreck vererben, wird aus Gor Leben Gor sterben. Komm, lass die Glotze aus und koch deine Eier mit Solarstrom und du fühlst dich freier. Zieh deine Schuhe aus und frag deine Zehen, wie können wir die Erde zerstören, auf der wir gehen? Und die strahlenden Enkel singen: Großvater, ich hab nachgedacht, yeah, warum hast du deinen Dreck nicht weggemacht? Hast deine Scheiße vergraben in einem Schacht? Eine Tonne Salz drauf und dann gute Nacht, gute Nacht. Verstrahlt, du bist verstrahlt, hast dich zu lange im Wohlstand geahlt. Lass das Plutonium in Ruhe und nimm deine eigene Energie dazu. Und nimm das Gas, das das Rind schafft und dazu noch die Windkraft. Und guck auf deinen Teller, auf das, was du schneidest mit deinem Messer. Wenn es keine Augen hat, dann schmeckt es dir besser. Und die strahlenden Enkel singen: Großvater, ich hab an dich gedacht, yeah. Du hast deinen Dreck nicht weggemacht. Hast deine Scheiße vergraben in einem Schacht. Eine Tonne Salz drauf und dann gute Nacht, gute Nacht. Ja, gute Nacht, Max Herre, danke. Promis, Promis und natürlich unser Stammpersonal. Petra Wiebke, Ralf, seine Frau Maike und Katrin Markus, Vera und Wolfgang, Sozialarbeiter und Psychotherapeutin dürfen auch nicht fehlen. Und natürlich ein Arzt darf auch nicht fehlen, Dr. Hetzer von der Charité. Ja. Und natürlich ich, Andreas Walter. Und die begnadete Ulrike Dittrich. Und wenn die schwanger ist, dann die begnadete Nancy Maria Brüning.